Travelcamp TV auf die ITB 2015 in Berlin. Der höchste Punkt Berlins ist sicherlich der Berliner Fernsehturm, aber gleich gegenüber steht das höchste Hotel der Stadt, das Park Inn am Alexanderplatz. Und auf dem Dach dieses Hotels steht eine unserer Travelcam-Kameras. Während ich Ihnen das sage, werfen Sie jetzt einen Blick vom Hoteldach herunter auf die Berliner Stadt, jedenfalls was den Ostteil betrifft. Und der Hoteldirektor steht jetzt bei uns, Jürgen Gangel. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Das ist auch ein besonderer Anspruch, wenn man das dritthöchste Gebäude der Stadt hat und dann es als Hotel führt. Die Dimensionen sind ja auch enorm. Die meiste Anzahl von Zimmern, die meisten Stellplätze in den Tiefgaragen ringsherum. Die Ansprüche der Gäste sind dann auch entsprechend. Ja, natürlich. Ich denke mal, Berlin hat aber auch mit 3,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt Deutschlands. Ja. Und da kann auch das größte Hotel stehen. Warum nicht? Also zumindest ist das höchste. Und über 1000 Zimmer gibt es in Deutschland auch nicht viele Hotels. Da sind nur noch drei. Also wir haben hohe Ansprüche, ja, klar. Und der Gast natürlich auch. Aber wir denke mal, wir sind sehr erfolgreich und wir haben eine sehr gute Belegung. Auch bis jetzt immer die Ansprüche der Gäste zufriedenstellen können. Wenn man sich den Alexanderplatz anschaut in Berlin, das ist ja auch ein Platz, auf dem in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert wurde, der sein Gesicht auch immer wieder verändert hat. Wie beobachten Sie das aus dem Hotel heraus? Also wenn man sich heute die Struktur Berlins anschaut und schaut in den Berliner Reiseführer, stellt man fest, der Alexanderplatz ist bekannter als der Gendarmenmarkt. Aber der Gendarmenmarkt ist sicherlich der schönere Platz. Aber der Alexanderplatz ist einfach auch der Verkehrsknotenpunkt. Ja. 120.000 Gäste oder Leute pro Tag kreuzen diesen Platz. Er hat eine Idealverbindung sicherlich zum neuen Flughafen und in alle anderen Bezirke. Und vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, er ist natürlich auch historisch bedingt, speziell im Osten der Stadt, einer der Plätze, die eben einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben. Ja, auf dem Platz wurde wirklich Geschichte geschrieben. Wurde wirklich, ja, kann man so sagen. Und wenn man sich auch das anschaut, die Struktur dieses Platzes in den letzten 15 Jahren war immer nur Baustelle, 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 Baustelle. Hat sich heute dahingehend verbessert, dass es wirklich ein toller Platz geworden ist. Mit unheimlich vielen Einkaufsmöglichkeiten drumherum. Es ist praktisch die Shopping-Metropole geworden mit den verschiedenen Einkaufszentren. Es hat sich sehr viel Handel niedergelassen. Ja, und rechts und links ist die Hip-and-Hype-Area Berlins. Hakischer Markt, die Kultur hat sich angesiedelt. Und es ist wirklich der Ausgangspunkt heute, auch in die Museumsinsel, die ja fußläufig weit weg ist. Der Alexanderplatz ist für mich der Platz, das Zentrum der Stadt. Ja, Prenzlauer Berg ist nicht weit entfernt. Kreuzberg, Friedrichshain auch schon in Sichtweite. Und der Gendarmenmarkt, der ist zu Fuß gut zu erreichen. So ist vom Alexanderplatz aus. Das Hotel selbst feiert auch Geburtstag? Ja. Sie bauen es um? Ja, also zunächst mal Geburtstag, 7. Oktober, prägnantes Datum, 45 Jahre werden wir alt, 1970 eröffnet worden, war damals zu DDR-Zeiten natürlich das Prachtexemplar des Ostens. Auf der anderen Seite 45 Jahre ist es wie immer, man muss ein bisschen was reintun, damit es auch noch die schöne Dame auch schön aussieht. Und wir haben wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen und haben aus diesem Produkt wirklich wieder was ganz Tolles und Neues gemacht. Wir haben neue Zimmer umgebaut, wir haben das Restaurant neu gemacht, also verschiedene Dinge komplett neu saniert. Das war auch notwendig, weil wir natürlich auch speziell am Alexanderplatz drumherum immer wieder neue Hotels bekommen. Und um eben auch konkurrenzfähig zu sein, um mit diesen neuen Hotels, mit den neuen Produkten mitzuhalten, haben wir dieses Haus komplett saniert und es steht heute da als 4-Sterne-Superior. Sie haben einen sehr, sehr guten Überblick über die Branche, weil Sie sind auch erster Vorsitzender der Hoteldirektorenvereinigung Deutschlands, eine Wahlfunktion, sind jetzt seit einem Jahr auf diesem Posten, werden das jetzt insgesamt 4 Jahre machen. Wo entwickelt sich die Branche hin, wenn Sie es jetzt auch aus der Position dieses Amtes heraus betrachten? Also wir haben natürlich in Berlin ein ganz spezielles Thema, was die Branche betrifft. Der Tourismus ist die stärkste Wirtschaftskraft der Stadt, das muss man so sehen. Man sieht auch die letzten 10 Jahre, dass Berlin immer komplette Zuwächse hat in dem Tourismussektor. Das betrifft auch Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie es heute Morgen zufällig auch im Radio gehört haben. 81 Millionen Passagiere sind letztes Jahr gestartet von den deutschen Flughäfen. Also wir haben eine wahnsinnige Bewegung innerhalb des Tourismus. Und das ist natürlich für unsere Branche eine große Herausforderung auf der einen Seite, ein großes Glück auf der anderen Seite. Herausforderung deswegen, weil wir natürlich auch mit Allergenverordnungen
mit der Richtlinie, die aus der EU gekommen ist. Dann das Thema kommunale Bettensteuer, Mehrwertsteuer, die ja immer ein Thema war, Mindestlohngesetz. Solche verschiedensten Themen, die wir in der Branche haben, beschäftigt unsere Verbandsmitglieder. Unser Verband besteht aus 80% aus dem deutschen Mittelstand. Und der deutsche Mittelstand ist auch der Gros der deutschen Hotellerie. Das darf man nicht vergessen. Und wir müssen diese Probleme gut und sauber bewältigen. Hinzu kommt, dass wir natürlich auch das Image der Hotelbranche und besonders auch der Gastronomiebranche verbessern müssen. Warum? Weil wir natürlich auch Nachwuchs neu generieren wollen für die Branche und nicht nur für andere Branchen ausbilden und die dann entsprechend abwandern. Und dann sagt die Vereinigung, gerade Hotels aus diesen mittleren Segmenten müssen doch mehr tun, um mit der Zeit Schritt zu halten, wenn es um multimediale Anwendungen geht, Internetanbindungen, da ändern sich die Kundenbedürfnisse doch rasant. Extremst. Also Sie müssen heute als Minimumstandard eine WLAN-Verbindung haben, also einen Wi-Fi-Zugang, wie man so schön sagt, den müssen Sie bieten können. Ich bin nicht der Meinung, kostenfrei. Ja, da bin ich jetzt nicht der Meinung, dass es immer kostenfrei sein muss, weil es ist so, kostenfrei ja bis zu einem gewissen Download. Volumen, aber als Geschäftsreisender möchten Sie mehr machen. Sie bräuchten einen schnelleren Zugang. Sie müssen gegebenenfalls auch Akten oder Dokumente runterladen und dann ist der Geschäftsreisende auch gerne bereit, ein bisschen was dafür zu bezahlen. Allerdings, Sie müssen einen sehr guten Wi-Fi-Zugang haben. Sie müssen gutes WLAN haben. Das ist Grundvoraussetzung heute für die deutsche Hotellerie. Das brauchen Sie einfach. Und die Bedürfnisse haben sich gewandelt. Der Gast legt heute viel mehr Wert auf ein sehr schönes Bad, auf eine gute Ausstattung im Badbereich. Das Zimmer muss seinem Komfort entsprechen. Es darf ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis muss da sein. Er muss ein gutes Frühstück haben. Er legt nicht mehr so großen Wert vielleicht auf die Gastronomie, auf das Restaurant, sprich, weil er gerade in einer Großstadt wie Berlin halt wahnsinnig viele Möglichkeiten hat und nach außen geht. Das ist auf dem Land draußen wieder ein bisschen anders. Da hat sich der Hotelmarkt auch spezialisiert, ob das jetzt ein Wellnessbereich ist oder ein Spa-Bereich, den man entsprechend gut ausgebaut hat, oder ein Konferenzbereich, je nachdem, wie die Segmentierung ist, wie die Bedürfnisse der Kunden ist. Aber der Hotelier muss heute wesentlich mehr investieren als früher und muss mit der Zeit gehen, gerade in der Technologie. Und hinzu kommt natürlich, dass wir heute auch Sicherheitsaspekte haben, die wir durchhalten oder beziehungsweise einführen müssen. Und das sind natürlich auch Schlüssel, die heute elektronisch funktionieren, irgendwann sogar mobil mit dem Handy die Tür zu öffnen ist. Und die Buchbarkeit muss eben über ein Tablet oder über ein iPhone funktionieren, eben nicht mehr normal nur übers Telefon. Also die Möglichkeiten heute müssen viel vielfältiger sein. Ja, und das ist dann halt die Aufwägung zwischen mehr Datenschutz und auch mehr Komfort, den man auch elektronisch herstellen kann. Also man kann nicht so einfach sagen, große Häuser große Probleme, kleine Häuser kleine Probleme. Es ist bei allen gleich, nur die einen müssen ein bisschen weniger tun als die großen, weil wenn sie jetzt irgendwas umbauen müssen für ein 50-Zimmer-Hotel, dann haben sie nur 50 Zimmer und für 1000 Zimmer haben sie 1000 Zimmer. Es multipliziert sich. Für die großen Hotels wird es einfach nur teurer. Was wir auf der ITB auch gehört haben, die Diskussion in der Branche, auch wenn es um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, konzentrieren sich auf wenige Themen. Das eine ist dann wirklich die Weiterbildung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich da profunde Weiterentwicklung, Weiterbildung und dann natürlich das Thema Mindestlohn. Wie steht die Hoteldirektorenvereinigung? Also die Vereinigung fängt ein bisschen früher schon an. Die fängt nämlich an bei der Ausbildung. Und wir haben mit der exzellenten Ausbildung gemeinsam mit der DEKRA etwas ins Leben gerufen, wo wir bereits die Schüler aufgreifen. Und wo wir Schülern die Möglichkeiten bieten, eine Ausbildung in der Branche zu machen, wo eben, wenn er die Ausbildung beendet hat, zu 90% in der Branche bleibt und nicht abwandert in eine andere Branche. Also sie sollen noch früher reinwachsen. Noch früher reinwachsen, sie auch mitnehmen, sie auch entsprechend ausbilden, sodass sie wirklich nach 3 Jahren Ausbildung auch Spaß an dem Beruf haben, in der Branche erhalten bleiben und dann als junge Talente auch in der Branche gefördert werden. Zur Förderung in der Branche gehört natürlich eine gute Weiterbildung. Da müssen wir Angebote machen, da müssen die auch, ich sag mal, Mentoren an die Hand bekommen, die wir mit der exzellenten Ausbildung auch gewährleisten. Die Betriebe, die das vollziehen, stellen diese Mentoren zur Verfügung. Und der Auszubildende oder der Young Talent hat den natürlich dann auch in seiner Weiterentwicklung. Das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, Mindestlohn, ja klar, ich sag mal, wie sagt man so schön, if you pay peanuts, you get monkeys. Und das ist auch so. Wir müssen einfach das ist sehr brutal formuliert, aber... Es ist aber leider so. Wir müssen uns daran gewöhnen, in unserer Branche
auch, unsere Leute gut zu bezahlen. Mhm. Warum haben wir so ein schlechtes Image? Weil wir eine wahnsinnig hohe Überstundenquote haben, weil wir schlecht bezahlen und weil wir letztendlich immer das, in Anführungsstrichen, die jungen Leute ausnutzen. Mhm. Und das dürfen wir nicht machen. Wir müssen die jungen Leute so ranziehen, dass sie gut bezahlt werden, dass sie eine Weiterbildung haben und dass sie der Branche erhalten bleiben. Das gewährleisten wir zusammen mit der DK und mit dieser Ausbildung. Und ich denke, der Mindestlohn, den wir jetzt haben, mit 8,50, ist sicherlich jetzt erstmal ein Schritt, gar keine Frage. Das wird den Gastronomen je nach Strukturlage sicherlich schwerfallen. Aber wir müssen einfach auch darauf achten, dass wir unsere Leute gut bezahlen, soweit wie es geht. Und dann muss auch der Mensch, der in den Häusern wohnt, beziehungsweise in der Gastronomie, die das Restaurant nutzt, auch sich im Klaren sein, dass manchmal eben das Zimmer ein bisschen teurer ist oder eben ein gutes Wiener Schnitzel eben nicht für 12,50 zu haben ist, sondern dass es eben wesentlich teurer ist. In der Hotelrektorenvereinigung sitzen nun wirklich die Entscheider verglichen mit anderen Branchenverbänden. Wird da auch mal häufiger Tacheles geredet? Oh ja, ganz gewiss, weil vor allen Dingen die, die dort drin sind, sind auch die Entscheider, die meistens die Betriebe nicht nur führen, sondern die auch die Eigentümer dieser Betriebe sind. Und natürlich, die auch den Anspruch haben, natürlich mit ihren Betrieben auch langfristig für die Familie Geld zu verdienen. Und natürlich auch, das ist ihr Lebensinhalt. Und da wird natürlich Tacheles geredet, weil es solche Themen gibt, die wir innerhalb der Branche eben nicht auf den Punkt bringen. Und dann sind wir da als Hoteldirektorenvereinigung, um wirklich auch mal deutlich als Sprachrohr aufzutreten für unseren Verband und vielleicht die Politik ein bisschen wachzurütteln und zu sagen, hier, da müssen wir was tun. Und Mindestlohn ist so ein Thema, die Rahmenbedingungen zum Mindestlohn, wie es im Moment ist, ist nicht durchführbar für den Mittelstand, auch nicht für die großen Betriebe. Da gibt es einfach zu viele Punkte, die noch nachgearbeitet werden müssen seitens der Politik. Jürgen Gangl, ich bedanke mich, wünsche Ihnen viel Erfolg. Herzlichen in diesem Dank. Amt als erster Vorsitzender der Vereinigung und andererseits natürlich alles Gute für Sie und Ihr Haus am Berliner Alexanderplatz, jetzt dann im 45. Jahr des Hauses. Und während ich Ihnen das sage, schauen wir noch mal runter vom Dach des Park Inn am Alex auf die Berliner City, jedenfalls was den Ostteil betrifft. Oh.